herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich habe einen neuen Mod erhalten von Blade. Den kennt man ja, der macht immer diese Add-ons für die LKWs, auch für den Scania Next Generation. Und jetzt hier nun auch für den Renault Range D. Und ich habe mir sagen lassen, da ist ganz schön viel Quark mit dabei. Und ich liebe, wenn es um Quark geht. Und den schauen wir uns einfach mal an, was hier alles so mit dabei ist. Ne? Da geht es dann wirklich eher so um die Anbauteile, die hier mit dabei sein sollen. Und die schauen wir uns jetzt hier heute mal an. Also das bleibt ja alles gleich. Es geht wirklich nur rein um die Anbauteile. Wir lassen den LKW mal weiß, dann sieht man die Anbauparts besser. Und wir gucken uns das einfach mal an. So, jetzt lassen wir erstmal hier das ganze Gedöns. Und dann geht es eigentlich auch hier schon los. Also hier mit dem Standard Mirage Bügel und dann geht es hier schon los mit New Version 1, Version 2 und 3 und 4. Alter, willst du mich verscheißern? 4, also der ist jetzt schon hier mal, ne, richtig böse. Also der hat ja wirklich alles inbegriffen. Wir lassen die erstmal weg, den gucken wir uns zum Schluss dann nochmal an, weil wir sehen wollen, ob wir vielleicht noch andere Anbauparts mit dabei sind. Sonnenblenden sind dabei. Okay, gut, der ist jetzt hier mal vom Scania, ne, oder von STS hier abgekupfert und dann vom Mercedes, das sieht man gleich. Das ist der vom DAF, der leuchten die Strahler dann zum Himmel für die Flugzeuge, dass sie wissen, dass da die Landebahn ist. Also es wurde ein bisschen zusammengeschustert, das kann man hier schon ganz gut erkennen. Deshalb, naja, aber hier, guck mal hier. Alter, das ist jetzt hier natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber okay, das ist jetzt hier alles Geschmackssache, das ist alles Standard. Das ist der Mod von mir, den lasse ich jetzt mal weg. Was ist das jetzt hier? Ach, das sind die Steinschlagschutz. Alter, bin ich fertig. IKEA hat mich heute fertig gemacht. Renault-Zeichen, aber guckt euch mal das Renault-Zeichen an. Naja. Ist nicht so da hinten. Dann haben wir hier einen mit Rot. Dann einmal hier und hier. Und wir nehmen jetzt mal das Renault-Ding und dann passt schon. Das lassen wir weg. Das lassen wir auch weg. Das lassen wir weg. Was haben wir hier noch? Das ist alles original. Dann, das sind die Seitendinger. Ich klicke mich jetzt hier mal durch, weil dann siehst du jetzt hier mal am besten, was mit dabei ist. Wir kommen jetzt hier mal zu den Halogen 1, guck mal hier, der ist auf alle Fälle neu. Das sind die Originalen von SCS gesehen und Halogen 1 lasse ich jetzt mal da, weil die hier neu mit dabei sind. Und dann kommen wir jetzt hier mal zu den nächsten, machen wir noch nicht. Jetzt gucken wir, ob hier noch was weiß. Paint 2. Das leuchtet schon der Pro wieder. Das sehe ich doch jetzt hier schon, das leuchtet rot. Alter, na gut, wir lassen es mal. Wir nehmen das jetzt mal mit. Paint 3, Paint 4, teilweise lackiert. Wir lassen es jetzt mal so. Dann, gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu unseren Frontschutzbügeln. Oh nee, Alter, guck dir mal das Ding an. Schön, dass es anders sieht aus wie ein Fischgerippe. Dann, okay, der hier, was haben wir noch alles dabei? Das ist Standard, STS, STS, auch STS und das auch. Also, ihr habt jetzt hier diese Bügel mit dabei. Alles Geschmackssache, mein Fall ist es nicht. Wir gucken mal unten, wie es hier aussieht. Das ist halt wirklich alles ein bisschen von den ganzen DLCs zusammengeschustert. Das kann man gut erkennen, weil der Bügel hier aufhört und sollte eigentlich hier um die Kurve noch rammeln. Aber das macht er natürlich nicht. Dann geht es hier gleich weiter. Das ist doch vom MAN, ne? Das ist doch vom MAN hier. Ein Stück davon abgeruppt. Weggeklaut. Okay, dann haben wir gleich typische Kennzeichen. Das finde ich jetzt natürlich nicht so der Hit, weil das will ich hier nicht haben. Deshalb ist es doof. Lass ich mal weg. Gut, dann das ist Paint teilweise lackiert. Aber was hier mir gefällt, sind jetzt hier diese Leisten. Die sehen jetzt mal nicht verkehrt aus. Rot finde ich doof, hätte von mir aus orange sein müssen. Aber okay, lassen wir jetzt mal so stehen. So, was haben wir hier noch? Hintere Schilder, das lassen wir auch weg. Was haben wir hier noch? Das bleibt original, das ist auch nicht in dem Mod inbegriffen. Die Verkleidung lassen wir weg. Paint, was haben wir hier noch? Die Schilder lassen wir auch weg. So, jetzt kommen wir mal zu unseren. Ja, kann man gut sehen. Renault Truck. Also das ist wirklich alles ein bisschen zusammengeschustert hier, ne? Kannst sagen, was du willst. Aber ist halt nur mal so. Das könnt ihr dann so sehen, wie ihr wollt. Da würde ich sagen, nehme ich den hier. Bin ich mal gespannt, ob hier. Ich passe die Lampen gar nicht richtig hier hin. Oder? Nee, weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal gucken. Rot. So. Auf der anderen Seite habe ich nämlich nichts hier. Doch, da ist es. Was habe ich hier noch? Geil. Sieht doof aus. Nee. Ich lasse das jetzt hier mal so. Scania. Was kommt hier da noch? Sticker.
verschiedene Sticker dazu, die ich nicht entziffern kann, weil sie alle auf Türkisch sind. Alter, King of Good, King of the Road. Und das könnt ihr hier auf alle Fälle noch dran basteln. Wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, aber die Möglichkeit besteht. Ich lasse Mux Originale. So, dann kommen wir weiter zum Spiegel. Wie sieht es beim Spiegel aus? Grau, lackiert, chrom. Was ist chrom? Hat der da so Chromstreifen dran, ne? Oh nee, das bin ich so der Chrom-Fan, wisst ihr ja. Lassen wir weg. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal oben zu unserem Bügel. Was waren das für ein? Die zwei Bügel sind ganz okay hier. Der hier ist von MAN. Das sind die von MAN, die Bügel. Ich meine, die wurden angepasst. Zumindest ansatzweise, aber die sind okay. Die kann man jetzt eigentlich lassen. So, wir gucken jetzt aber nochmal die New Variante 4 an. Denn hier hat man natürlich das meiste Potenzial vom Mod. Einmal hier und einmal da. Mal schauen, ob sich die ein bisschen hier. Ja, das passt nicht. Kacke. Ja, hier geht mir das natürlich ein bisschen ab jetzt hier, ne? Also mache ich es hier. Da und da und hier. So. Spiegel. Ob das alles übereinpasst, das werden wir jetzt gleich sehen. Passt mal auf. Heller. Bormann Lightmog. Sieht er? Also ihr könnt sehen, die hängen ein bisschen in der Luft. Wurde hier nicht ganz angepasst. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Dann geht es hier weiter. Die Tröten. Naja. Geht schon so. Schauen wir hier noch. Könnt ein paar Lampen dran bauen. Ich krieg schon wieder Schnupfen, ey. Ich krieg die Macke, ey. Das liegt am Ikea. 100.000 Menschen. Alle fassen sie irgendwas an. Alter. Die strahlen auch ein bisschen nach oben. Vielleicht wird auch nochmal gefixt. Ich sehe schon, ich mecke heute schon wieder auf hohem Niveau. So, tschack. Ja, das kann man schon ein bisschen hier machen, aber. Warte mal, so. Aber ansonsten. Es geht schon um die Sonnenblenden hier, die weiß ich nicht. Das ist alles nicht mein Fall hier, weil es hier alles natürlich nicht zusammenpasst. Das ist alles gewürfelt hier. Vom MP3 und so. Das passt halt nicht so ganz zusammen hier. Da sind auch schon Lampen integriert hier. Da, ne? Ja. Dann lassen wir jetzt einfach mal die da. Ist jetzt auch nicht ganz weiß. Aber egal. Genau, so das. Und wie schon gesagt, diese Bügel hier, den von MAN, der passt halt nicht ganz. Ja, ist auch von MAN schwierig. Echt schwierig. Und da ist halt das Kennzeichen mit dabei, das finde ich doof. Und der geht auch hier unten ganz schnell rein. Hier sieht er, da verschwindet er ein bisschen wieder. Naja, lasse ich jetzt mal weg. Aber das war jetzt erstmal so diese Add-ons, die hier mit dabei sind. Ach ja. Zack. Und da hinten natürlich noch diese Sachen. Ich habe jetzt hier natürlich nichts Rotes. Doch, habe ich hier. Passen die? Ne, ja, zu breit. Brauchen wir natürlich die LEDs wieder. Die habe ich nicht aktiviert. Ich werde verrückt. Aber dann könnt ihr hinten natürlich auch noch die Lampen dazu anbringen. Genau, und der Rest bleibt dann hier alles original. Hier auch im Interieur kommt nichts mehr hinzu. Hab mich getäuscht. Schon geht's weiter. Schulis Sticker wurde hier, naja, geupdatet bzw. hinzugefügt. Schauen wir mal, was da überhaupt draufsteht. Oldschool. Intercooler. Naja, ich weiß nicht, Herr Specht. Aber wir lassen es mal da. Wenn es schon mit dabei ist, wir sind mal nicht so. Dann kann man das hier noch mit reinklatschen. Dass ihr wisst, dass es hier mit inklusive ist. So, was haben wir hier noch? Ne, das bleibt auch. Das ist auch alles. SCS. Gucken wir nochmal hier, wenn es hier fliegt. Hier irgendwas? Ne. Ne, hier bleibt dann auch alles. Ne, es war jetzt wirklich nochmal dieser Scheibenaufkleber hier, der hier mit in mit dabei ist. So, jetzt haben wir den mal fertig getuned. Was ich noch gefunden habe, zeige ich euch jetzt noch. Das ist nämlich hier an der Rückwand. Das will ich euch nicht vorenthalten. Das habe ich nämlich vergessen. Hier an der Rückwand habt ihr noch verschiedene Punkte. Einmal hier natürlich Interieurlicht in verschiedenen Varianten. Ich nehme jetzt mal rot. Und dann habt ihr hier noch verschiedene Embleme. Und dann könnt ihr euch hier eins noch raussuchen. Also das sind die von mir, Entschuldigung. Genau, ich lasse jetzt einfach mal das da und das rote Interieur.
und das bestelle ich auch noch. So, müssen wir alles wieder einschalten hier. Also wie schon gesagt, das ist alles ein bisschen Sammelsurium hier, was jetzt hier verbaut wurde. Kann man auch ganz gut erkennen hinten. Guckt euch mal hier diese Lämpchen an. Also mit Liebe wurde hier nicht gearbeitet. Dann, ich kann es euch ja hier noch ganz oben, aber ich fahre jetzt hier mal weg. Und ich mache es mit der Flycam, dann sieht er das hier nochmal. Hier diese Lampen, zum Beispiel diese drei da oben, diese Slots sind. Na, die sind hier hängen in der Luft. Da kann man es gut erkennen. Also, wie schon gesagt, das ist alles ein bisschen zusammengeschustert aus diversen DLCs, aus anderen LKWs, aus anderen Mods. Deshalb halt, ja, diese Fehler, die hier mit dabei sind. Nichtsdestotrotz kommt hier der Lichttest. Leuchtet halt alles wie wild hier, ne? Die Leiste würde mir jetzt sehr gut gefallen, wenn sie orange wäre. Ist jetzt hier leider rot. Dann die Schrift, finde ich, sollte jetzt hier nicht leuchten. Weil das sind da Scheibenaufkleber, die machen jetzt hier keinen Sinn, wenn die leuchten. Oh. Ansonsten seht ihr selber, das ist ein bisschen... Ja, gefällt mir jetzt persönlich nicht. Ist aber wieder Geschmackssache. Ach ja, guckt übrigens mal hier die Blinker an. Hinten sind sie normal. Aber vorne blinken die halt so, ne? Also kommen wir ganz kurz zum Fazit zum Renault Range T in der Version 1. Also hier sind diverse Anbauteile mit dabei von diversen DLCs. Ich spreche hier zum Beispiel von MAN Tuning DLC, vom DAF, vom Actros MP3 Tuning, Actros DLC, alles von STS. Das wurde hier ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen angepasst, aber halt nicht zu 100% perfekt. Also da müsst ihr Abstriche machen, wenn ihr diesen Mod nutzen wollt. Ich habe es euch gerade gezeigt. Ansonsten, wow. Na, was ist denn jetzt hier? Pennst du oder was? Was ist denn hier los? Ansonsten, ja. Ist okay. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich weiche da lieber auf Glover seinen Mod aus oder von Umri aus dem STS-Forum. Da wisst ihr, was ihr habt. Und das hier ist ein bisschen zusammengeschustert. Das ist halt das, was mir jetzt nicht so ganz so gut gefällt. Aber wie schon gesagt, das ist nur mein Geschmack. Jeder hat so seine eigene Fantasie, seine Meinung dazu. Und die könnt ihr euch hier natürlich selber bilden, ne? Ansonsten funktioniert natürlich alles hier. Kabinen-DLC und Trailerkabel und. Das läuft natürlich alles noch nach wie vor ohne Probleme. Also der Mod macht jetzt auch keine Zicken oder so. Das vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Und testen tue ich das alles unter Version 1.36. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann dürft ihr das gerne machen. Entweder hier oder... Nee, nur hier. Ansonsten lasst einen Daumen da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Renault Range T Tuning zusammengeschustertes Add-on. Macht's gut, bis bald und ciao.